So, das ist also der Nordpol. Hier kann man gucken in den Himmel. In Kuva konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich 9 war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen. Oh. Er hält sich offenbar für den coolsten. Das So bestimmt. eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht, transportables Feuer. Fünf. Mist. Das Schild ist größer als der Pol. Ach, es ist schon alles ein bisschen traurig, ne? Im Kuwak hat es nie geschneit. Wenn ich Wenzel einseifen wollte, musste ich ihn immer unter einem Vorwand in Tonis Tiefkühlfach locken. Ich sollte mir ein bisschen davon mitnehmen. Vielleicht Wow. bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Bin gespannt, wie lange sich der Schnee hält. Das ist ja fast schon so aufregend wie ein Piratenschatz. Nicht, dass ich einen Piratenschatz erwartet habe. Mist, der Wasserhahn ist zugeeist. So viel zu meiner Idee mit der Schlittschuhbahn. Okay, klingelt. Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Das wird bestimmt einem Knopf. Er hält sich offenbar für den Ach, coolen. Hochsee. Ja, dann gehen wir wieder rein. Tee. Was ist das eigentlich für ein Tee? Nierentee. Der wärmt und ist gut für die Blase. Du solltest aber nicht zu viel davon trinken. Wieso? Ich habe eine außerordentlich große Blase. Vorsicht, der Tee ist heiß. Höre ich da eine Herausforderung? Nein, ich. Au! Nicht trinken. Verdammt! Ich habe dich ja gewarnt. Was machst du da? Eistee. Aber der Tee war doch gegen die Kälte. Na und? Ich bin ja auch gegen Nahrungsmittelverschwendung und musste trotzdem zusehen, wie du die Pommes weggeworfen hast, die ich dir nachts in die Nase gesteckt hatte. Jetzt sollte es gehen. Tu es nicht. Der Tee ist. Heiß? Wohl kaum. Nein, ich meinte ja auch. Oh. Wow. Es Wow. stimmt wohl, was man sagt. Man kann das Schmelzen der Pole einfach nicht aufhalten. Oh je. Er hat bestimmt nichts dagegen. Diese Fackel passt hervorragend zu Phase 1 meines Plans. Alles, was jetzt noch fehlt, ist Feuer. Und Phase 2 bis voraussichtlich 12. Am Anfang war das Feuer. Und am Ende schimpfen wieder alle mit mir. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Schlauchlevel wie in Teil 1. Was war denn da noch mal? Rainer. Okay, reden wir mal. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Bis auf die Tatsache, dass du uns ins ewige Eis verfrachtet hast? Immerhin habe ich uns nicht auf einen Eisberg manövriert. Hast du wohl! Und warum kann ich mich daran nicht erinnern? Wahrscheinlich, weil du von einem Kühlschrank am Kopf getroffen wurdest, als uns die Eisbären angegriffen haben? Ich scheine einiges verpasst zu haben. Das hast du wohl. Und es war ziemlich cool. Es ist tatsächlich ganz schön kalt hier. Du Schwächling, kannst du nicht mal ein bisschen Kälte vertragen? Mehr als du. Ach ja? Oh ja. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Eisschwimmen! Eisschwimmen! Okay. Eisschwimmen? Wartet mal, sowas ist gefährlich. Hey! Ach, wozu rege ich mich auf? Ich kann mich ja immer noch an meinen Happy Place träumen. Was zur Hölle? Ich habe gesagt, keine Eisschollen unter der Gürtellinie. Du nuschelst aber auch gewaltig. Hey, Boso.
Du solltest mal deine Schiffsschraube überprüfen. Irgendein Verrückter hat einen Pinguin daran festgebunden. Kein Problem. Ich kümmere mich später darum. Aber sei vorsichtig. Du könntest unsere Rutschbahn kaputt machen. Was machen wir hier eigentlich? Müsstest du das nicht am besten wissen? Immerhin hast du uns doch hierher gelotst. Ja, aber du weißt doch, wie das hier läuft. Jede Aufgabe zersplittert sich in Teilaufgaben, die wiederum in Teilaufgaben zersplittern. Da kann man schon mal den Faden verlieren. Ah, verstehe. Genau. Hast du die Sterne gesehen? Konzentrier dich lieber auf unsere Aufgabe, Hans, guck in die Luft. Ich muss Rufus in Schutz nehmen. Früher einmal haben sich die Seeleute auch anhand der Sterne orientiert. Genau. Ich wollte mich anhand der Sterne orientieren und mich nicht von ihrem Funkelzauber betören lassen. Funkelzauber. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Okay, das war Goal. Das er hier. Ach, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Und du bist dir sicher, dass du Goal wieder zusammensetzen kannst? Natürlich. Ich brauche nur die dritte Datasette. Die sich in Donners Implantat befindet. Genau die. Der Rest ist dann ein Kinderspiel. Auch wenn mir der Seegang etwas Sorgen bereitet. Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, Stabilisatoren an die Knochensäge zu bauen. Weißt du zufällig, ob Goal Bluterin ist? Du schaffst das schon. Hast du eine Idee, wie wir Donner einfangen können? Mein Vorschlag wäre, wir fahren zur Isla Obacht. Dort gibt es einen alten Funkmast. Wenn wir den Sender ein wenig modifizieren, könnten wir das Tauchboot orten. Isla Obacht klingt einladend. Ich hoffe, du trägst warme Unterwäsche. Die Insel liegt im Zentrum einer permanenten Schlechtwetterfront. Ach, so ein bisschen Wetter kann mich nicht schrecken. Sollte es aber. Immerhin wirst du inmitten eines Gewitters elektrotechnische Montagen an der Spitze eines Funkturms vornehmen müssen. Und wenn schon? Ich habe schon ganz andere Gefahrenhinweise ignoriert. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. So, ihn noch. Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Kann die Kiste nicht schneller fahren? So holen wir Donner Goal nie ein. Red nicht so über meinen Kutter. Er ist eines der zuverlässigsten Frachtschiffe auf dem rostroten Meer. Er macht von außen zwar nicht viel her, aber... Aber ach, seine inneren Werte. Sorry, Bozo. Aber ich war oft genug dabei, wenn Toni versucht hat, ihre Cousinen an den Mann zu bringen. Ich höre sofort raus, wenn die Rede von einer lahmen Krücke ist. Sie ist aber keine lahme Krücke. Sie hat nur schwere Knochen. Was bringt das schnellste Schiff, wenn wir gar nicht wissen, wo sich das Ziel befindet? Lenkt nicht ab. Mit demselben Spruch haben wir Dörte Marie und Besenstiel Budwin verkuppelt. Es dauerte keinen Monat und wir nannten ihn nur noch Staubsaugerrohr Budwin. Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Goal hat recht. Wir sollten erst einmal in Porta Fisco vorbeischauen. Ich weiß nicht. Dieser Janosch wollte auch dorthin. Ist doch gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wobei das denn? Ist die Sitzmulde in deinem Stuhl nicht breit genug? Oder brauchst du jemanden, der dir Chipskrümel nach Geschmacksrichtungen sortiert? Unterschätze ihn nicht. In Zeiten wie diesen wachsen Menschen über sich hinaus. Und er hat offenbar bei der Hose angefangen. Darf ich mal fahren? Weiß nicht. Darf ich dann wie ein Verrückter herumlaufen und uns in Katastrophen verwickeln? War das ein Ja? Das war ein Verzieh dich. Gut, einmal kurz vor die Tür. Oh. Zurück an die Arbeit, Matrose. Hey, noch bin ich hier der Kapitän. Bitte was? Das grenzt ja an Molkerei. Euter. Es heißt Meuterei. Konzentrier dich, Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernippelt. Oh, ob da wirklich jetzt ein Pinguin hängt irgendwo? Sieht alles noch relativ ähnlich aus, will ich meinen. Dann noch einmal schnell Baby Goal zum Nordpol befragen. Baby Goal! Baby Goal! Was soll das denn? Das ist mein neuer Jingle. Fehlt ein wenig Bass, wenn du mich fragst. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist kalt. Und das, wo du doch so heiß bist. Oh je, vielleicht habe ich Fieber. Dabei esse ich immer brav mein Gemüse.
Es ist tatsächlich ganz schön kalt hier. Wenn du dich aufwärmen willst, ja, nimm dir einen Tee. Boah. Aber Vorsicht, er ist sehr heiß. Für Vorsicht ist doch genug Zeit, wenn wir tot sind. Was machen wir hier eigentlich? Was du machst, weiß ich nicht. Ich für meinen Teil friere. Ja, zu dumm, dass ich vorhin die Kiste mit den Heizdecken über Bord geworfen habe. Warum hast du das überhaupt gemacht? Och, halt dich da raus. Ich frag dich ja auch nicht, warum du deine Diät abgesetzt hast. Das war gemein. Hast du schon von dem Tee getrunken? Nur ein wenig. Er ist noch sehr heiß. Nichts ist so heiß, dass ich mir nicht wiederholt die Finger daran verbrennen würde. Du solltest sowieso nicht so viel von dem Tee trinken. Er ist sehr dünn und irgendwer hat das Kutterklo überflutet. Dafür weiß dieser Irgendwer jetzt aber auch, in welche Richtung sich der Abwasserstrudel direkt am Pol dreht. Und dass er sich gar nicht mehr dreht, wenn man Docs lange Unterhosen hineinstopft. Hast du die Sterne gesehen? Du willst mit mir die Sterne anschauen? Oh, das ist ja so romantisch. Genau. Darum habe ich das ja auch gesagt. Und nicht, weil ich in der Zwischenzeit in deinem Tagebuch rumradieren wollte. Du bist süß. Du bist süß. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Die kann hier nicht groß helfen. Dann... Bagger. Ey, Quatsch, Radlader. Nicht Bagger. Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist also Porta Fisco. Die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen. Selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Wir haben ein Feuer. Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Wow, tschüss, Headset. Fackel, Fackel, Fackel. Ufus haben Feuer! Sehr gut. So, ja, die da. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das so? Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du ja einer falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja. Sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, och bitte mach das nicht. Hey ho, Digger, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich hab nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Tramps zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen, aber nur fast. Zugegeben, dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber... Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Du siehst hungrig aus. Oh, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also... Was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Oh. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger.
Bist du immer noch hungrig? Oh, und wie? Hast du was zu essen für mich dabei? So gefällst du mir. Immer schön betteln. Ach, aber ich hab wirklich, wirklich Hunger. Übertreib's nicht. Verinnerliche erst einmal diese Lektion. Wie man einen Schuh isst, erkläre ich dir später. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Boah. Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Er ist cool, beliebt und lässig, wer kickass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Salz bringt wie ein Alpakee? Wer kommt krass und ganz weit rum? Er ist bald auf Elysium. Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Bam, bam. Hey, hey, hey! Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut. Penner. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen Gute sehen? Frage. Nein. Tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Henner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar. Was möchtest du wissen? Uiuiui. Wer wohnt in dem Zelt? Oh, das ist das Zelt des Seers. Ein erstaunlicher Kerl. Man sagt, er kann die Zukunft voraussagen. Die Kurse von Grundstückswerten am Immobilienmarkt kennt er schon mal nicht. Früher einmal war er ein reicher Mann. Es hieß, er könne sogar Lottozahlen voraussagen. Aber sein Geschäft läuft wohl nicht mehr so gut. Darum hat er auf Partnerberatung umgesattelt. Er gibt Beziehungstipps? Ja, warum nicht? Er hat die idealen Voraussetzungen dafür. Ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Eine Glaskugel. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehört es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Ne? Nun ist nur noch eines übrig. Oh, und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Hm.
Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Er ist so fies. So. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Gut, 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 gut. Was ist das? Ein Stromumkehrer. Oh ja. Oh, schön, wenn man einfach sowas nehmen kann. Hallo, Goal. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Jo. Na ja, wenn man Elend mag. Ich find's toll, sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme, naive Goal. Wer wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein großer Magier. Große Magier wohnen nicht in Zelten, sondern auf dem Kutter von Schrottskippern. Krass. Woher weißt du nur immer all diese Sachen? Magie. Keine Spur von Donnergoal. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. So, die kriegt ihr erst mit Fernbedienung aufgedrückt. Oh, na endlich! Habe ich was verpasst? Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte. Keine Spur von Donnergoal. Strengst dich aber auch nicht wirklich an, oder? Ich spare meine Kräfte für kommende Herausforderungen. Und wenn die Herausforderungen nicht kommen? Vertrau mir, die kommen schon. Sie sammeln sich nur für einen Überraschungsangriff. Am Ende sind alle Vorbereitungen zunichte gemacht und schließlich kann uns nur noch ein halsbrecherischer Befreiungsschlag retten. Und das läuft immer so? Jedes Mal. Cool. Wer wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein weiterer armer Irrer. Ja, von denen gibt's ja eine Menge. Etwa 3 pro Kutter. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bist nicht du. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Ja, um den Verdacht von dir abzulenken. Warum sollte ich? Ich rieche fantastisch. Ach ja? Ach ja? Das ist ja, der Penner da. Thema beendet. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Gut, ab in den Kutter. Kurz hier mal fragen. Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Warst du schon mal in Porta Fisco? Öfters, aber es lohnt sich immer weniger. Der Organon hat die Innenstadt besetzt. Und die Bewohner der Slums vor den Stadttoren können sich keine neurochirurgischen Eingriffe leisten. Ach, die Armen. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Was weißt du über Porta Fisco? Nur, dass sie mal die größte und wichtigste Stadt am Rostroten Meer war. Aber heute ist sie kaum mehr als eine Ruine. Ruine? Ja, ja. Die ganze Innenstadt ist vom Organon besetzt. Der finstere Fiskus bewacht den Aufstiegszoll im Zentrum der Stadt. Im Zentrum, ja, ja. Dort soll angeblich auch das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegen. Die ehemalige Bevölkerung hingegen lebt in Slums vor den Stadttoren. Ah, ja, vor den Stadttoren. Du hörst mir gar nicht zu, oder? Du wiederholst einfach nur die letzten Worte. Die letzten Worte, ja, ja. Oh ja, das sind immer die besten. Ja. Okay. Zurück an die Arbeit. Ab ins Zelt.
Oh, Ladies first. Dong, 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 dong. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst? Und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Ach du Scheiße. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja, aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Na, davon bin ich überzeugt. Was für eine Katastrophe? Ups. Das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Nix da. Ich habe mein Schicksal selbst in der Hand. Obwohl die schon sehr nützlich aussehen. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Na los, nimm sie, greif zu. Nein. Gut so, ergib dich deinem Schicksal. Ich hätte sie auch liegen lassen können. Aber mit einer Banane in der Hand ist es viel leichter, dem Schicksal einen Streich zu spielen. Oder wahlweise unachtsamen Kanalarbeitern. Tschüss. Kann ich ihm gleich zu essen geben.